Der große Flickenteppich morgen beraten Bund und Länder wieder über die Corona-Maßnahmen. Der Druck aus der erschöpften Bevölkerung ist groß, sie zu lockern, auch wenn die angestrebte 35er-Inzidenz in weiter Ferne liegt. Ja, die Zahlen sogar steigen und nach dem Beginn einer dritten Welle, auch wenn die Impfungen quälend langsam vorangehen und hunderttausende Dosen der AstraZeneca-Vakzine ungenutzt in Kühlschränken vor sich hin lagern, was die Regierung aber nicht dazu bewegt, die Dosen außerhalb der Impfreihenfolge an alle Interessierten freizugeben. Eignen, vergrößern Kunden in einem wiedereröffneten Gartencenter in Bayern am Montag Foto, Peter Knefe, Deutsche Presseagentur. Nach allem, was man aus den Ländern hört, herrscht diesmal ein besonders unentwirrbares Durcheinander an sich widersprechenden Meinungen zur Frage, was denn nun zu tun sei, und es sieht eher nicht so aus, als werde Deutschland am Mittwoch einen großen Masterplan für die Zeit nach dem Ablauf des aktuellen Lockdowns bekommen, sondern eher einen neuen Flickend. In Schleswig-Holstein sind die Zoos bereits seit gestern wieder offen, in Bayern die Gartencenter. Während Hamburg neue Maskenpflichten in der Öffentlichkeit ein. Die Umfragen bringen einen auch nicht wirklich weiter. 56% der Befragten wünschen sich laut ZDF-Politbarometer Lockerungen, aber nur 21% wollen sie auch dann, wenn es zu einer dritten. Was soll die Politik mit solchen Stimmungen anfangen? Wer jetzt ohne Plan öffnet, kann in wenigen Wochen mit explodierenden Zahlen konfrontiert sein, die Wiederschließungen erfordern, und das ausgerechnet kurz bevor die Impfungen breit verfügbar werden. Dritte Welle ist kaum noch zu stoppen, Mutanten stecken viele Kinder an, Politiker gegen Wissenschaftler. Nicht nur in deutschen Boulevardmedien zeigt sich eine Wissenschaftsfeindlichkeit, sondern in manchen Nachbarländern neuerdings auch in der. In Frankreich wundert sich Präsident Emmanuel Macron, dass er sich von seinem wissenschaftlichen Beirat emanzipiert habe und selbst alles Wichtige löse. Trotz der massiven Ausbreitung von Virusmutationen und miserabler Impfquote gegen den Rat der Wissenschaftler keinen Lockdown. Eigen, vergrößern Frankreichs Präsident Macron besucht ein Impfzentrum. Foto, Ben Wattesier. Deutsche Presseagentur. In der Schweiz will der Wirtschaftsausschuss des Parlaments den Mitgliedern der Corona-Taskforce der Regierung sogar per Gesetz verbieten, sich öffentlich. Der Grund, sie würden zu düstere Szenarien verbreiten. Dabei hört das Land ja ohnehin nicht auf die Warnungen seiner Wissenschaftler. Am Montag wurde der Schweizer Lockdown teilweise gelockert, nachdem rechte Politiker das Land als Diktatur beeignen. Spiegel empfohlener redaktioneller Inhalt. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Dritte in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Dass wir von Wissenschaftlern regiert wurden, war auch in Deutschland stets ein Gemeinplatz. Es ist nur zu offensichtlich, dass das nicht der Fall ist. Und das ist auch richtig so. Politiker sind gewählt, sie müssen die Verantwortung tragen. Wissenschaftler aber gezielt zu ignorieren oder ihnen den Mund zu verbieten, bedeutet, den Kopf in den Sand zu stecken und sich die Welt so zu machen, wie man sie. In dieser Pandemie hat dieses Prinzip bisher noch nirgends funktioniert. Der Letzte, der das konsequent versucht hat, war Donald Trump mit bekanntem Aus. Corona-Pandemie, nur globale und faire Impfung kann uns schützen. Das Impfdilemma. Die gute Nachricht dieser Tage ist, wie hochwirksam alle verfügbaren Impfstoffe offenbar sind. Das gilt nicht nur für das Mittel von BioNTech und Pfizer, sondern auch für die von den Deutschen verschmähte AstraZeneca-Vakzine. Schon nach einer Impfdosis verringert sich die Zahl der Hospitalisierungen bei älteren Patienten laut einer britischen Studie um 80%. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission das Mittel noch immer nicht für über 65-Jährige zugelassen. In Frankreich haben die Behörden ihre Entscheidung inzwischen eigen. Vergrößern. Eine Kindergartenmitarbeiterin in Thüringen wird mit dem AstraZeneca-Mittel geimpft. Foto, Michael Reichel. Deutsche Presseagentur. Studien zeigen, dass die bisher bekannten Impfstoffe eines gemeinsam haben. Es gibt kaum jemanden, der nach einer Impfung noch wegen Covid-19 ins Krankenhaus. Diese frohe Botschaft hat sich bisher leider noch viel zu wenig herumgesprochen. Dann würden die AstraZeneca-Ampullen vielleicht auch nicht darauf warten, verimpft. Ja, es ist ein Drama, dass Impfstoffe nicht verfügbar sind, weil zu wenig bestellt. Aber es ist noch schlimmer, dass manche Impfstoffe zwar verfügbar sind und doch im Lager herumliegen, weil sie in der Öffentlichkeit ohne Grund schlecht gehen. In den USA, denen Europäer sich so gern überlegen fühlen, haben derweil schon mehr als 50 Millionen Menschen eine Erstimpfung erhalten. Und hier, wie auch in Großbritannien oder Israel, sind die Ergebnisse dieses schnellen Impfens bereits in den sinkenden Todeszahlen sichtbar.
Freundlichkeit auch. Hier beschreibt US-Korrespondent Roland Nels, warum die USA so erfolgreich sind, wie sie Hunderttausende in Stadien und Supermärkten impfen und was die Europäer davon lernen könnten. Deutschland abgehängt, warum die USA beim Impfen so viel besser sind. Gewinner des Tages ist Michail Gorbatschow. Heute 90 Jahre alt. Die deutsche Einheit wäre ohne den damaligen Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion nicht denkbar gewesen. Deshalb sind ihm viele Deutsche bis heute zu Recht dankbar. Icon: Vergrößern Gorbatschow im Jahr 1991. Foto: Alexander Zemljanichenko. Ich habe den Moskauer Büroleiter des Spiegel, Christian Esch, gefragt, wie die Russen ihren früheren Staatschef. Er sagt, der Blick der Russen auf Gorbatschow ist über die Jahre nicht milder geworden. Sie verbinden ihn mit dem Zerfall der Sowjetunion. Alles Positive, wofür die Perestroika einmal stand, Öffnung nach Westen, Öffnung zur Marktwirtschaft, Öffnung der Archive, ist entweder vergessen oder umgewertet worden. In Umfragen lande Gorbatschow als historische Figur weit abgeschlagen hinter Stalin, Lenin oder Brehm. Liberale Großstädter schauen mit mehr Sympathie auf ihn. Und sie sehen gerade in seinem Privatleben einen Gegenentwurf zu Wladimir Putins Großspüler. Aber Liebloser ist derzeit feiert ein viel beachtetes Theaterstück in Moskau, die große Liebe von Michail Gorbatschow und seiner verstorbenen Ehefrau Raisa, gespielt von zwei der größten Schauspieler Russlands, Jewgeni Mironow und Schulban Hamatova. Gorbatschow selbst, Theaterliebhaber und Hobbyschauspieler, soll die Aufführung noch. In diesem Sinne, alles Gute zum Geburtstag. Icon: Spiegel. Die jüngsten Meldungen aus der Nacht: Trump ließ sich heimlich gegen Corona impfen. Nach seiner Covid-19-Erkrankung prahlte Donald Trump mit seinem auf eine Impfung gegen das Coronavirus. Wollte der Ex-US-Präsident aber offenbar nicht verzichten. Merz von zwei CDU-Stadtverbänden für Bundestagskandidaturen nominiert. Interesse hatte er bereits angedeutet. Nun haben zwei CDU-Stadtverbände im Sauerland Friedrich Merz für die Bundestagskandidatur nominiert. Der Politiker will sich jedoch erst in den kommenden Tagen äußern. Eisenmann gegen Kretschmann im TV. Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg trafen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann zum TV. Es begann diplomatisch und endete in Polemik. Icon: Spiegel. Icon: Spiegel. Icon: Abspielen. Podcast abspielen. Icon: Zurückspulen. Podcast erneut abspielen. Die Spiegel Plus Empfehlungen für heute: Winfried Kretschmann und sein Podcast Wahlkampf mit lebenden Fossilien, Wettbewerb um den Ökoraumkühler der Zukunft, Klimaanlagen gegen die Erderwärmung, Soziologe über Vornamen bei Migrantenkindern, Eltern wollen die männliche Vormachtstellung weitergeben, weltweiter Schmuggel mit wertvollen Tieren, Papageien in Plastikflaschen, Fortsetzung des Bestsellers Faserland, Christian Kracht, seine Mutter und das Reaktorunglück ihres Lebens. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Ihr Mathieu von Rohr.